Hallo und da sind wir wieder bei XCOM Enemy Anno. Und auf geht's, in 5 Tagen kommt der Ratsbericht. Ich muss mal in die Kaserne gucken, was da angeht, Soldaten anzeigen. Oh, die sind hier alle, die kann ich alle hier mal... Obwohl, die brauche ich eh nicht, wa? Verwundet, verwundet. Ehrenmale ansehen. Alle tot. Ne? Seht ihr ja? Gut, genug geweint. Forschung! Wir sind am Forschen. Neues Jagdflugzeug. Wird auch Zeit. Technikabteilung. Geld haben wir eh nicht. Gehen wir nach Aktivitätenscanner. Eingehende Übertragung. Verschlüsselte Daten. Sie haben bei der Bekämpfung der Aliens im Verlauf des letzten Monats gute Arbeit geleistet, Commander. Dennoch glauben wir, es gibt noch Verbesserungsmöglichkeiten. Ja. Mein Gott, heulen hier rum. Ah, ja gut, Japan und so weiter, da müsste ich mal... Wir bleiben in Kontakt, Commander. Munitionssparen, Ratsbericht, okay, nee, weg. Ich weiß Ihre Unterstützung für das Forschungsteam zu schätzen, Commander. Die Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. Commander, unsere derzeitigen Satellitenkontrollzentren sind voll ausgelastet. Wir sollten so bald wie möglich weitere bauen, um mehr Satelliten einsetzen zu können. Brauchen wir da noch Strom, haben wir noch Illyrium, haben wir Legierung, haben wir Werkstätte, brauchen wir noch was? Vielleicht noch ein Labor, ein Ziellabor brauchen wir schließlich auch noch. Oder haben wir das schon? Hyperwellen, Erdwärme, Alien-Sicherheitstrakt, Labor, Kontrollzentrum, alles klar. Wo bauen wir das dann am besten ran? Wir bauen das mal hier ran. Der Einrichtung können wir Zielfähigkeiten unserer Soldaten entdecken und trainieren. Falls sie solche Fähigkeiten besitzen, steigt ihre Stärke, wenn sie im Einsatz nutzen. Okay. Bau beginnen. Wir müssen uns ja auch mal ein bisschen ausbauen hier. Okay. Die Gießerei. Fehlen uns natürlich Waffenfragmente. Für die schönen Sachen. Das sind die abgeschlossenen Projekte. Was können wir noch? Gegenstände bauen, kaufen. Brauchen wir was? Rüstung, wir können noch Titanrüstung haben wir 3 Stück, Skelett haben wir 1, Schalenrüstung haben wir 7, Geisterrüstung, ja, optischen Tarnfeldgenerator versehen, beruht ist der Träger, Rüstung extrem schwer zu entdecken, allerdings funktioniert die Tarnung nur, wenn sich der Soldat in Deckung befindet. Ob sich das lohnt, weiß ich jetzt nicht. Schiffliste anzeigen. Okay, da sind echt viele in Nordamerika. Nochmal 2 bestellen. Und dann werden wir mal gucken, ob noch was passiert. Neues Jagdflugzeug. Neues Forschungsprojekt. Probeschiff zu erstellen. Okay. Und Firestorm. Jetzt, dank der Superenergie dürfen wir gelingen, einen Schutzanzug zu bauen, der imstande ist, über das Schlachtfeld zu fliegen. Wir haben eine Waffe entwickelt, die empfindliche Schaltkreise stört, um sie zu beschädigen. Wenn solche Waffen im Abfanggeber montiert zugleich Systeme davor abschirmen, würden unsere Chancen beträchtlich verbessern. Okay. Nee, Technik bauen. Ich will das Firestorm. Und zwar 2. Davon möchte ich auch ein. Kampfstimulanzen. Brauche ich die?
Brauche ich nicht. Gut. Forschung läuft. Na denn. Oder Streuleser. Drei Streuleser wollen die. Frisst Belohnung. Ihr kriegt meine Streuleser nicht. Munitionssparen abgeschlossen. Neue Projekte. Was gibt es noch? Okay, lassen wir stecken, wa? Neuer Abfangjäger in Asien. Abfangjäger starten. Dann hat Feind. Oder ist das wieder dieses Monster-Scheiß? Greife Feind an! Oh Gott, das ist das riesige Vieh, das kann ich hier nicht killen. Überall! Wir verlieren an Höhe! Okay, das kann ich noch nicht killen. Da fehlt mir noch Firestorm. EMP-Kanone. Sehr schön. Und der Hover-Schief ist fertig. Ja, meine Güte, hier geht's ab. Hier wird nur gebastelt und geschraubt. Er sieht auf jeden Fall geil aus. Weitermachen. Ja. Wir haben einen großen Kontakt und er nähert sich schnell. Es wird schwer werden, sich gegen ihn zu behaupten. Angriff. Wir sind dran. Oh. Die machen uns kalt. Oh ja. Wir steigen aus. Commander, unser Kampfjet wurde abgeschossen. Der Kontakt ist abgebrochen. Wenn wir nur die geringste Chance gegen die Aliens haben wollen, brauchen unsere Flugzeuge mehr Feuerkraft. Und zwar schnell. Forschung. EMP-Herstellung verfügbar. Reparaturen der Gießerei verfügbar. Okay. Neue Forschung beginnen. Ja, komm. Machen wir mal. Technikabteilung. Die EMP-Kanone. Haben wir kein Geld für. Hangar. Lagezentrum. Schwarzmarkt. Gott, wir haben ja gar nichts. Das brauchen wir alles. Scheiße. Schon wieder die ganze Kohle auf den Kopf gekloppt. Aber das Ziellabor ist schon mal fertig. Psionisches Labor online. Kann ich jetzt eigentlich... Hier geht's nicht. Gießerei? Da auch nicht. Aber ich muss ja auch irgendwie aufs Ziellabor kommen, oder? Wo ist denn das Ding? Satellitenkontrollzentrum. Gefängnis. Damit kann ich bestimmt auch irgendwas machen. Demnächst. Oha. Jetzt haben wir endlich Bewaffnung. Jetzt kann die Operation Firestorm beginnen. Einfach nur gleiche Bedingungen geschaffen. Werkstattrabatt. 10 Tacken. Kontakt entdeckt. Demon 1. Flieg, mein Kleiner, flieg!
Feind ist anvisiert. Was? Kontakt verloren. Commander, wir haben die Funkverbindung verloren. Das gibt es doch nicht. Bei der Auswahl eines Flugzeugs im Hangar können Sie die Waffen entsprechend unseren Anforderungen anpassen. Reichweite kurz, schnell, Schaden niedrig. Ist ja kein Wunder, dass das hier nichts wird. Wenn die mit den kleinen Dingern hier kommen. Kontakt entdeckt. Ach, der muss erst umgerüstet werden noch. Commander, wir haben mehrere Hilfegesuche erhalten. Aktuelle Entführungsfälle sind auf dem Hologlob markiert. Ja, wenn wir mal nach Indien gehen, wa? Halligalli, Rinnenpudding. Angel bleibt, Williams. Den schmeißen wir raus. Mr. Bonus, Soldaten. Was machen hier Soldaten? Raus. Lightning 1 kommt mit. Kann er was mitnehmen? Nee. Sie schief dauerhaft zerlegen? Nee, seid ihr verrückt. So, wir haben Medipicks mit. Wir haben Schutz mit auf jeden Fall. Wir haben Scope und Splittergranate. Brauche ich eine Splittergranate? Wenn ich zwei schwere mit Raketenwerfern habe. Nee. Du nimmst eine Alien. Die Alien-Granate ist ja auch die hätte Scope, Pulsbogen. Ich kann auch mal einen Pulsbogen mitnehmen. So. Start. Kotzt an, dass ich diese fucking riesen Geräte nicht. Wir haben Sichtkontakt mit dem Einsatzort. Gehen runter. Das Einsatzgebiet dieser Mission liegt in Indien. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem großstädtischen Gebiet operieren. Wir müssen da runter und alle Feinde ausschalten. Töten? Wir wollen töten. Du lande den Hügel. Meine Güte. Hier spricht Big Sky. Strike Team hat das Einsatzgebiet erreicht. Erbitten Einsatzfreigabe. Angekommen, Big Sky. Strike One hat Erlaubnis zum Angriff. So, erstmal abwarten. Okay, hört sich nach bekannten Geräuschen an. Ach, da sind die Viecher doch. Passt auf die Flanken auf, sie rücken vor. Versucht das Ding mal einzuschüchtern. Mit Präzision und viel Druck bitte.
sonst kommt er bestimmt hierher gerannt. Und jetzt gehst du drauf, mein Freund. Was? Daneben? Versuch's nochmal. Geht doch. Er ist ausgeschaltet. Soldat Williams wurde befördert. Das hat er doch fein gemacht. So, was geht jetzt ab? Sie wollen sich zurückziehen! Und Feuer! Ein Lebenspunkt hat er noch. Sportlich. Mir geht's gut. Ich muss vom Auto weg. Fahrzeug brennt! Verlieren an Boden! Ist auch richtig so. Und Scharfschütze! Ah, ich liebe meine Scharfschützen. Wo sind die Gegner? Der Chief geht voran. Ach, guck mal. Ein Flugzeug. Feuer. Gleich getroffen. So muss das sein. Das nehmen sonst Scharfschütze, ne? Daneben, ey, der steht vor dir, Macke, Alter. Das gibt's ja nicht. Das hat noch ganz schön viel Power. Wer hat denn das Ding? Er hat das mit. Geht auch mal dichter. Stellen wir den denn noch hin? Ach, fuck, jetzt kriegen wir ein bisschen auf den Sack, würde ich sagen. Feuer, töte es. Alter, wo schießt der denn hin mit seiner Laserkanone? Ach, daneben. Oh ja. Sportlich. Und du denn? Kommst auch dichter, ja?
Ah, er heilt ihn wieder. Okay. Legst sie nieder und mit Präzision rennen kommen. Niemand legt sich mit meinem Kampftrupp an. Außer man ist lebensmüde. Kann weitergehen. Ich höre was, aber sehe keinen. Auch gut. So, Gegnerz, wo seid ihr? Ja, die kann ich so, kann ich die noch hier raufschicken? Nee, ne? Schade. Dann stellen wir sie auch erstmal dahin. Oh, das brennt dahin. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Nein, das war ein Feld zu weit. Fuck. Na, wo sei der denn? Von da hinten. Ich glaube nicht, dass wir hier allein sind. Okay, wir müssen also nicht hier lang, wir müssen also doch da lang. Okay. Sie kann nicht darauf, obwohl da eine Leiter ist. Ah, bestimmt, weil er davor steht, wa? Oh, Leute, es klingelt bei mir. Okay, es kann weitergehen. Es kommt eindeutig von denen. Ach, da sind sie doch. Feuer. Wieder voll daneben gezimmert.
hässlich. Der Gerät, der Laserpräzisionsgerät. Du kannst jetzt erstmal ein Ei draufpacken, was du machst. Ja, kannst ja noch einen Schritt mal hier gehen. So. Feuer! War schon mal gut. Feuer! Der trifft wieder gar nichts. Feuer frei! Oh! Mit Präzision wird sich's lohnen, oder was? Er ist ausgeschaltet. Bäm, Alter! Ja, den trifft sie doch niemals. Das bringt doch nichts. Also wenn der jetzt trifft, das geht nicht. Wollte doch sagen. Ah, ich muss ihn an. Kann weitergehen. Der mit dem Bonus. Und hier steht noch ein Freak. Ach, Mist. Mal drehen.
Ja, ist klar. Der kann da durchschießen und treffen. Ich glaube, ich spinne, wa? Hallo, Freunde. Das war eine. Daneben, meiner Meinung nach, hat der getroffen. Also, wer was anderes gesehen hat, keine Ahnung. Der Dark. Oh yeah! Oder doch Rakete? Rakete wäre ein bisschen doll, oder? Wenn ich die jetzt da rumschicke. Ah, ich darf eh nicht, okay. Was, daneben? Die stehen da so, so beschissen. So. Was machen die Aliens jetzt? Die schießen meinen Roboter kaputt. Der ist Feldposten. Okay. Daneben, ey, die stehen nebeneinander fast. Ey, dass sie da nicht schießen kann, das ist so eine Pisse. Ach, der ist auch im Reflexschuss, die beiden. Na, ein Glück daneben. %70, das sollte doch jetzt was werden. Oder? Lebt noch, warte. Den haben wir mal fest. Ich betäubt. Ein weiterer Sieg. Gute Arbeit, Commander. Ja.